Der Schneider Förderanlagen Magdeburg ist eine Firma, die ganz schön Geschichte hat. Was ist da schon alles passiert? Welche Entwicklung haben Sie schon durchgemacht? Die bedeutendste Entwicklung war die Privatisierung nach der Wende. Wir wurden also 1993 privatisiert durch ein Management-Buyout. Das heißt, Mitglieder der Firma sind Besitzer geworden, was sich für die Beschäftigten als großen Vorteil darstellt. Wie genau profitieren Ihre Kunden davon? Wenn wir uns diese Maschine anschauen, ein Schiffsbelader, der also in Chile steht, der natürlich in Magdeburg gefertigt wird, der nach Chile transportiert werden muss. Und der Kunde ist natürlich immer interessiert an kurzen Zeiten. Wir sind also in der Lage, zum Beispiel solch Gerät komplett vorzumontieren in Deutschland, auf ein Spezialschiff zu laden, um dann fertig montiert dem Kunden zu übergeben. Der Kunde spart also lange Montagezeiten, kommt schnell in die Betriebnahme und kann die Geräte schnell nutzen. Seit 1993 haben wir zum Beispiel von solchen Geräten ungefähr 30 Geräte gebaut weltweit, die natürlich alle anders aussehen, weil in Häfen die Schiffe sehen anders aus, die Fördergüter sind anders. Aber alles das, was gebraucht wird, sind wir also in der Lage, vom Engineering her, von der Fertigung und von der Montage umzusetzen.